Hallo, hier ein kleiner Nachtrag zum Filmabend Schläferz. Ich habe ein bisschen weitergespielt mit der Kolonie hier. Also hier sieht man schon, habe ich ein neues Reservoir gebaut für Batterien, damit die ganze Unterhaltungselektronik wunderbar läuft in Zukunft. Und das sind mittlerweile alle gezähmten Tiere hier. Wir haben Alpakas, wir haben Bisons, wir haben Buffalos, wir haben Pferde, Truthähne, eine Herde, Rotte, keine Ahnung, Gruppe von Yorkshire Terriern hat sich angeschlossen hier. Die sind immer ganz toll, weil das sind die einzigen Tiere, die Fleisch brauchen und das macht es nicht unbedingt einfacher. Dann hatten wir einen unglücklichen Todesfall hier, aber es ist niemand von den extra benannten Leuten gewesen, zum Glück. Wir sehen hier, Bench ist mittlerweile wieder zurück und schleppt Kartoffeln durch die Gegend. Oder was hat er da? Reis. Dreimal Reis trägt er. Okay. Dann haben wir hier noch ein paar von diesen wunderbar komplexen und erstaunlich kunstfertigen Monumenten gebaut. Das hat dazu geführt, dass der gute Markus hier jetzt ein Ritter ist in Land der Ewigkeit. Schauen wir mal. Haben wir hier ein Logbuch? Carsten und Markus unterhielten sich über große Leute. Nuno und Markus teilten ihre Ansichten zum Thema die Belohnungen des Lebens. Ja, also soweit ist alles beim Alten. Hier wurde ein bisschen. Ah ja, ein Feuer ist ausgebrochen. Nein, stimmt gar nicht. Eine Boomratte ist explodiert und hat Markus ein bisschen verbrannt. Aber ist alles nicht so schlimm. Sehen hier linker Fußverbrennung, linkes Bein, Kratzer, Verbrennung. Das heilt alles und es ist alles wunderbar bandagiert. Ja, dann haben wir mittlerweile also die Adelserhebung von Markus hat dazu geführt, dass er Cyberimplantate bekommen hat. Er hat eine Ellenbogenklinge, also das ist so eine Klinge, die kommt aus dem Ellenbogen und funktioniert ein bisschen so wie die Wolverine-Klingen. Und er hat einen psychischen Verstärker, der für so telepathische X-Men-Fähigkeiten sorgt. Da können wir nachgucken, das ist alles jetzt schon ein bisschen komplizierter, als das mal geplant war, aber okay. Das sind auch Spielmechaniken, die sind im neuen DLC, die habe ich noch nie ausprobiert. Das ist hier das erste Mal. Hier können wir sehen, welche Fähigkeiten hat der Herr Markus. Das ist einmal, er kann belasten, das heißt, er kann seinen Geist fokussieren auf einen Gegner und der fühlt sich dann ganz unglaublich schwer. Dann haben wir hier Blendungswelle, die macht das, was man sagt. Da werden Ziele im Gebiet werden quasi geblendet. Dann haben wir hier Schwindelwelle, die macht was Ähnliches, bloß nicht mit Blenden, sondern mit Schwindel. Also sie fallen dann alle um, weil sie nicht stehen können. Und wir haben Fokus, der sorgt dafür, dass Markus schneller hintereinander diese telepathischen Fertigkeiten einsetzen kann. Ja, okay. So viel dazu. Hier haben wir. Ach so, man kann den Titel aufgeben. Das ist ja interessant. Gut. Naja, aber kommen wir mal zur Basis, die auch etwas größer geworden ist. Ich habe die gesamte Basis habe ich jetzt mit einem Holzwall umgeben, damit immer wieder, es ist immer wieder, jeder, der eine Yorkshire Terrier Zucht hat, weiß das, wenn man in der Wildnis ist und man hat seinen lustigen Yorkshire Terrier überall herumlaufen, dann ist es einfach lästig, wenn ständig Bären kommen und die aufessen. Darum habe ich diese Mauer gebaut, damit die Bären nicht mehr so leicht hier reinkommen. Hier haben wir unseren Shuttle-Landeplatz für, wenn man wieder einen Auftrag erledigt für irgendeinen Adligen, dann hat man das hier. Hier mittlerweile Billardtisch, das ist das neue ritterliche Zimmer von Markus und Nuno. Wir haben hier ein königliches Bett aus Holz und Granitkommoden und Granitblumentopf aus Granit. Und eine kleine Skulptur aus Holz, die Markus gemacht hat. Mal gucken, was das darstellt. Diese Schnitzerei enthält eine Abbildung von einem Buffalo, wie sie ihr Kind, das sich mit einem Ausdruck der Ruhe umsieht, in den Armen hält.
Viele Salamander schlafen friedlich in der Nähe. Wenn man die Augen zusammenkneift, offenbart die quadratische Komposition des Bildes einen Umriss, der eine Pappel darstellen soll. Ein Pirat liegt am Rande des Bildes. Diese Porträtierung berichtet von einem Ereignis am 13. Dezember 5501, als die Muffalo zur Welt brachte. Okay. Ist Kunst. Kann man nicht drüber streiten. Dann haben wir hier einen Raum mit einem Pokertisch, damit das alles auch ein bisschen ausgeglichen ist und man nicht die ganze Zeit nur fernsieht. Hier, das Bett ist orange, das bedeutet, dies hier ist ein Gefängnis. Und wenn man Leute bekommt zur Aufbewahrung oder wenn man irgendwie einen Gefangen nimmt, kann man den hier einsperren. Das ist hier ganz normal die Waffenkammer. Jeder sollte eine Waffenkammer haben. Ja, hier wohnt Sissi, wie gesagt. Das ist mein Zimmer. Das ist alles ein bisschen unaufgeräumt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und hier haben wir den Thronraum, weil sobald jemand ein Adliger ist, reicht nicht nur ein Fernsehzimmer, der möchte dann einen Thronraum. Hier haben wir Markus' Thron, hier haben wir Nunus' Thron. Hier sind so Wandbehänge. Hier stehen die restlichen Stühle, weil das ist nicht nur ein Thronraum, es ist auch das Fernsehzimmer. Hier haben wir einen wunderschönen Flachbildfernseher. Und hier steht eine Harfe, weil als Ritter muss Markus jetzt leider Harfe spielen. Wie das mit seiner Ellenbogenklinge zusammengeht, ich habe keine Ahnung. Aber das sind nun mal Sachen, die müssen passieren. Ja, dann haben wir hier noch so Feuerschalen aus Stahl, was man halt so in seinem Thronraum hat. Dann die Küche sieht noch weitgehend so aus wie vorher, bloß wir haben jetzt die holzbefeuerte Küche rausgenommen und stattdessen zwei elektrische Herde hier stehen. Ja, hier oben wohnt jetzt ein Neuzugang, Constantia, das ist die, die hier unten gerade verarztet wird. Die hat sich auch der Kolonie angeschlossen. Die kann nicht so viel, aber was sie kann, kann sie gut. Sie kann gut bauen. Sie kann Kunst machen und sie ist relativ gut in Medizin. Alles andere ist nicht so gut. Das Problem ist, sie hat eine nervige Stimme. Dafür schläft sie sehr kurz. Dafür ist sie ein Weichei. Also Feuer löschen kann sie nicht. Und sie beschwert sich sofort, wenn sie Sachen hin und her tragen muss. Aber wie das nun mal so ist. Okay. Dann, ja, das ist unser Lagerraum momentan. Wir haben gerade nicht sehr viel Essen auf Lager. Dafür sehr viel Leder. Weil wir müssen hin und wieder, müssen wir leider Tiere schlachten, weil es werden zu viele, die fressen uns die Haare vom Kopf hier. Ja, hier können wir sehen, Übersicht über die Tiere. Hier steht immer, wer sie gerade gezähmt hat, beziehungsweise wer sein Besitzer ist. Und wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Terrier, davon zwei schwanger. Dann haben wir hier die Pferde. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 Pferde. Das ist jetzt nicht so viel. Unter anderem, ja, das ist, hier gibt es einen Bond quasi zwischen dem Pferd und Nuno. Das ist Nunos persönliches Pferd Calvin. Und dann geht es weiter mit den Truthähnen. Dann haben wir hier Ziegen. Und noch mehr Ziegen. Und Alpakas, jede Menge Alpakas, 1000 Alpakas. Keine Lamas, Alpakas. Dann ein Bison. Ich habe es leider nur geschafft, eins zu zähmen. Und dann kommen auch schon die Mufa los. Ja, und die laufen hier alle rum und fressen die Vegetation weg. Aber die Mufalos und die Lamas, beziehungsweise die Alpakas, jetzt fange ich auch schon an, die sorgen dafür, dass hier ständig Wolle geerntet werden kann von den Tieren. Und daraus kann man dann später irgendwann lustige Kleidungsstücke machen, wie diese hier. Zum Beispiel diesen Staubmantel aus Alpaka-Wolle. Oder dieses T-Shirt aus Alpaka-Wolle. Oder diesen Parker aus Alpaka-Wolle. Alpaka-Parker. Ja. Ja, was fehlt sonst noch? Oh, unwürdiger Thronsaal, ja, genau. Markus beschwert sich gerade, dass der Thronsaal unwürdig ist. Dann ist Markus unzufrieden. Und zwar müsste er mal wieder aufgeräumt werden. Das stimmt, man sieht hier so Dreck auf dem Boden und so. Das ist alles nicht sehr schön. Aber momentan kümmert sich keiner darum. Wie das halt so ist. Ist alles ein bisschen unaufgeräumt hier. Ja, die Steine müssten auch raus. Ja, das ist soweit die Basis. So sieht das jetzt aus.
Und wir sehen, hier wird weiter rumgewuselt. Kerstin kocht Fleisch mit Fleisch zusammen. Und Kartoffeln. Nee, Reis. Fleisch, Fleisch und Reis. Okay. Ja, vielleicht sollte ich demnächst anfangen, Merch zu verkaufen. Irgendwie so T-Shirts mit Team Karstin und Team Manu. Oh, Constantia scheint wirklich sehr krank zu sein. Das sieht man daran, dass sie hier oben in der Übersicht als liegend dargestellt wird. Ich guck mal, was ihr fehlt. Alles nur Kratzer. Okay. Ein Yorkshire Terrier ist trächtig. Der dritte. Wunderbar. Beschädigte Kleidung. Markus, Carsten und Heiko haben beschädigte Kleidung. Besorge ihnen etwas Kleidung, die in Ordnung ist. Hier liegt jede Menge Kleidung, Leute. Oh, hier haben wir zum Beispiel einen Timberwolf. Der frisst uns unsere Tiere weg, wenn wir nicht aufpassen. Timberwölfe haben eine grundsätzliche Chance von 2,5% anzugreifen, wenn sie verletzt werden. Die Höhe der Chance variiert je nach Reichweite und Tarnfähigkeit des Jägers. Lassen wir lieber. So. Ja, hier fressen Nashörner. Markus Mahler ist vollständig geheilt. Eigentlich, Markus Mahler geht gar nicht. Markus ist ein Ritter mittlerweile. So. Yep. Jäger ohne Fernkampfwaffe, wer ist das? Constantia. Okay, das ist kein Wunder, weil Constantia ist bewusstlos geworden, da lässt man seine Waffen fallen, aber sie kriegt jetzt mal einen Bogen. Und legt sich dann gleich wieder hin. Aber wir müssen mal dafür sorgen, dass hier so ein bisschen durchgeputzt wird, glaube ich. Sonst sind die Leute weitergehend hier unzufrieden. Machen wir das mal einfach so. Joshua Sissy Mayot benannte Yorkshire Terrier 3 in Goldilocks um, nachdem es getätschelt wurde. Okay. Oh, Markus spielt Harfe. Okay. Kerstin guckt Fernsehen. Oh, Besucher. Ein rachsüchtiger Jäger der Fraktion Rote Spaltleute besucht die Kolonie. Er heißt Raupe Jaxe. Okay. Raupe. Okay. Was will Raupe denn von uns? Rachsüchtig. Raupe hat extrem niedrige Erwartungen, leichte Schmerzen. Beschwert sich, dass es dunkel ist und ist ein Raufbold, trägt aber eine Fernkampfwaffe. Das ist ein Problem, weil Raufbolde mögen Knüppel oder sowas. Hier ist ein Riesenfaultier. Uns leider noch nicht gelungen, so eins zu zähmen, weil die geben jede Menge Wolle, die Viecher. Ah, siehst du. Bench kocht 10 Fleisch. Ich sollte vielleicht die Felder ein bisschen größer machen, weil momentan ohne Fleisch würden wir alle verhungern hier. Aber vielleicht sind wir mittlerweile auch viel zu viele Leute. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sollte man keine neuen aufnehmen hier. Ich finde das ja persönlich ein bisschen, wie sagt man, ungastfreundlich, aber. Hier haben wir noch ein Kunstwerk, kleine Skulptur aus Holz. Auf dieser Skulptur ist eine Porträtierung von einem Kief, von einer Kiefer. Ein Bäcker etwas abseits scheint Hungersnot auszudrücken. Ein Maiskolben dominiert den unteren Teil des Bildes, was zusätzlich zu dieser Szene passiert. Okay. Ah, siehst du, jetzt ist der Raum schön hier.
Im Thronsaal hat immer noch keiner sauber gemacht. Jetzt ist der Thronsaal sauber genug, dass sich keiner mehr beschwert. Cool. Vielleicht sollte man die Küche auch mal sauber machen. Fällt mir gerade mal so auf. Ach, kann man nicht. Bench macht die Küche sauber. Bench kann nicht nur Dreck reinigen, Bench kann auch Müll reinigen. Reinigen vom Blut von einem Alpaka, einem Ratte, einem Eichhörnchen und einem Esel. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Die Übersetzung wurde von Fans gemacht. Normalerweise ist das Spiel Englisch und normalerweise klappt das ein bisschen besser mit der Übersetzung. Und auf Englisch klappt es besser mit den Artikeln, weil es gibt nur the. Das Problem ist, wenn die Küchenzeile, wenn die zu dreckig ist, dann kann das sein, dass die Sachen, die man kocht, dass man dann eine Lebensmittelvergiftung kriegt. Wir wollen überhaupt mal gucken, wie es den Leuten hier geht. Also, siehst du, Markus ist wieder genesen. Okay, ich bin Hai von Rauchblatt. Okay. Man kann hier so Pflanzen anbauen, die kann man quasi rauchen und dann wird man Hai. Das ist interessant, was diese Science-Fiction-Leute sich alles immer ausdenken. Okay, dann hier Körper, Kerstin, alles okay. Carsten, alles okay. Nunu hat auch mittlerweile einen psychischen Verstärker, weil Nunu ist mittlerweile Landjunkerin. Bench hat gar nichts. Die sind alle wunderbar gesund. Insofern sehe ich das überhaupt gar nicht ein, denen zu sagen, die sollen abhauen. Da kann man dann immer noch, wenn jetzt zum Beispiel wieder mal ein Hirsch angreift oder so und ich sag mal Carstens Hand abfrisst, kann man immer noch die Hand von Bench abschneiden und an Carsten dran machen. Dann hat Carsten wieder beide Hände. Ist ein Vorteil. So, hier haben wir mittlerweile eine elektrische Schmiede. Hier könnten wir ein Klavier herstellen oder ein Cembalo, falls die Harfe Markus nicht mehr reicht. Aber momentan für seinen momentanen Status als Ritter reicht die Harfe. Jupp. Was auch ein bisschen ein Problem ist, dass die Tiere hier einfach reinlaufen, wo die Nahrung liegt. Aber das hängt damit zusammen, dass wenn die Hunde das nicht machen, verhungern die Hunde irgendwann. Weil ich zu wenig Nahrung für die Hunde zubereitet habe. Man kann so Trockennahrung für die Hunde machen. Aber dazu braucht man Fleisch und Getreide. Und Getreide ist momentan Mangelware. Okay, hier sehen wir, wie Kerstin Bergbau betreibt, um das Textillager zu vergrößern. Hier gibt es ein Truthahn-Ei. Hier laufen überall die verdammten Yorkies rum. Aber auch die Yorkies kann man im Winter essen, wenn die Nahrung ausgeht. Das ist das Praktische an denen. siehst du, der Thronraum ist jetzt wieder schick. Ich meine, ein bisschen Dreck ist hier noch. Ah, und Constantia hatte gerade so eine kleine Uhr hier oben bei dem Symbol. Das bedeutet, sie hat gerade nichts zu tun. Aber gut, das ist erstmal der Überblick. Soweit sind wir erstmal und mal gucken, was hier noch alles passiert. Bis denn.